Zurück, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir unsere nächste Mission geplant. Wer den Part verpasst hat, unbedingt nachschauen. Dann wisst ihr auch, wie wir hier vorgehen werden. Und ja, wir müssen jetzt erst da in den Dillemain einsteigen. So viel, wie ich es mitgekriegt habe, ist das auch so ein selbstfahrendes Taxi, was uns zu unserem Zielort bringen soll. Nee, das brauchen wir nicht. Was liegen die hier rum? Neuer Frühjahreskatalog. Nächstes Mal will ich meinen eigenen Trink. Gut. Ist er hier? Ne, der ist oben drüber wahrscheinlich. Ja, wir müssen hier raus. Hier bin ich. Natürlich. Möge unsere Selbstmordmission beginnen. Okay. Willkommen an Bord dieses Dellamain-Dienstes. Mit Dellamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße. Darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Also ist sowas anscheinend sehr teuer. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Dan. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Ob so irgendwann auch die in der Zukunft bei uns die Taxis sind? Danke. Excelsior-Paket. Excelsior? Das wird hier immer besser. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Das hört sich natürlich gut an. Das ist eben nicht gratis. Pass auf. Und wer bezahlt das? Dex? Deshaw? Dellamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Okay. Mit einer ganzen Armee Sakaninjas nieder, wenn es sein muss. Ist dieser Gefechtsmodus legal? Natürlich. Natürlich. Er fällt unter Artikel 2 der Verfassung. Genau das hätte ich auch gesagt. Dort sind Sie berechtigt, meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu verwenden. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Boah, so großzügig. Was für ein Downer. Dex knausert nicht, hm? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Gern geschehen. Aber warum es da vorne noch 2 Sitze gibt? Genauso. Dass man auch selbst fahren kann, wahrscheinlich. Ist das wirklich dein Nonplusultra? Hä? Kriegt Dex dich wirklich so leicht? Mit Anzug und Limo? Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Wir fahren hier nicht zu einer Party, Jack. Wir ziehen hier einen fetten Job durch. Bei Arasaka. Bei dem wir wahrscheinlich alle sterben werden. Wie hältst du mich für so oberflächlich? Nein, natürlich nicht. Lass mich dir was erklären. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Kann ich verstehen. Hey, wie läuft's? Wir fahren im Moment noch. Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpecki. Weh, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Buck. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie?
dich laut und deutlich. Perfekt. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Ich hoffe es, ja. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Porfin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Ja. Okay, Harry. Gehen wir. Hallo, Night City. Und wie immer? Warte. Gut. Das ist unser Business-Koffer. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Hajime Itake sprechen. Militärtech-Abteilung. Papiere sind für den Flat. Willkommen im Konpeki-Plan. Keine Sorge, ich krieg das hin. Hoffen wir es. Sonst endet unsere Reise ziemlich schnell. Alles klar, Ho, Sir. Moment, ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Ja. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. Danke sehr. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpeki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, Vi. Sag irgendwas. Habe ich Sie gebeten, das zu tun? Nein. Ich dachte nur, weil... Und wer hat Ihnen erlaubt zu denken? Wie bitte? Ich ganz sicher nicht. Also, wer sonst? Ein gut gemeinter Rat. Tun Sie, was von Ihnen verlangt wird. Also... Wie war die Zimmernummer? Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Harry. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Dann lauf. Das wäre fast schon schief gegangen. Vertrau mir, an Orten wie diesem nimmt dich sonst keiner für voll. Ja, da ist wieder vom Vorteil, dass wir Konzerner gewählt haben. Hm? Ziemlich nett hier, hm? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Das teuerste Model der Welt rumgekriegt. Hm, nicht. Ich bezweifle immer noch, dass es gut geht. Das sind Profi-Puppen. Die erinnern sich. Die Bar sieht nett aus. Mhm. Willkommen im Konpeki Plaza. Willkommen. In der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty. Wir könnten einen Blick wagen. Scheiße. Mit dem Koffer sehe ich aus wie ein scheiß Vertreter. Ich gehe hoch. Und wenn ich sage, es werden Köpfe rollen, dann meine ich das genauso. Ich würde sagen, Sie haben genug für heute. Die anderen Gäste werden gut, wir gehen zum Aufzug.
Dann haben wir uns die Bar angesehen. Nimm den Aufzug in den 42. Stock. Hallo? Ja, da ist er. Wir sollen aufwärts gehen. Gar keine Aufzugsmusik. Ja, wir sind gleich oben. Na, guten Tag. Wir müssen hier in unser Zimmer. Geh in euer Zimmer. Wir sind im Zimmer. Das ist mal ein luxuriöses Zimmer. Wow. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Aber die Aussicht ist natürlich auch aufs Meer raus, aber ja, gibt was Besseres. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Und überall Wolkenkratzer. 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner, sieh dich um. Ist der Flathead bereit? Fast geschafft. Vielleicht hier? Was können wir hier machen? Radio, Fernseher. Ich schalte den Fernseher an. Immer noch nichts. Wie schwer kann das sein? Ach cool, dass man seinen eigenen Fernsehprogramm hat. Wir schauen uns das Entertainment-Programm an. Wo könnte denn der Flathead durch? Ach, da hinten. 3D-Hologramme? Aber hier ist ein Einstieg. Jackpot. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Wie immer, würde ich sagen. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Da. Die Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Nimm den Kontrollsplitter. Warum muss ich mich verlinken? Weil ich im Gegensatz zu dir kein geiles Chrom von Vic hab. Meins ist letzte Generation. Mach ach, stimmt ja. Kanal. Wir haben keine Zeit. Dann nehmen wir ihn uns. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamerafee. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Okay, hab klare Sicht. Okay. Auf zum nächsten Schacht. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Was ist denn hier oben? Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Okay, Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Okay. Problem. Da. Service ist im Weg. Ja. Was haben wir denn im Subnet? Okay. Schon dabei. Wie wär's mit dem Fernseher? Ich sage, such weiter. Das Terrarium hat eine Steuertafel. Glaub, das wird der Fernseher.
Bringt das was? Nein, überhaupt nicht. Yorinobu Arasaka? Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Ja, das könnte was bringen, würde ich sagen. Dann verringern wir mal die Temperatur. Komm, Flathead, mach dich auf den Weg. Können die dieses Tippeln nicht hören, die Leute? Da ist der nächste Schacht. Da können wir auch ohne Probleme durch. Gibt es noch irgendwas anderes zu sehen? Dann öffnen wir mal die Tür. Was ist denn das Schachtgitter? Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Ja, da ist doch eine Falltür. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Da ist einer. Komm, verlink dich damit, Flathead. Na, der ist auch richtig gut zur Spionage. Okay. Dadurch, dass er unsichtbar ist und wahrscheinlich wenig Ton macht. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich lege einen Demonoid auf die Verbindung. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mach sowas nicht zum ersten Mal. Okay, doch, eigentlich schon. Er gehört dir. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Mhm, haben wir ja gesehen. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Das habe ich doch schon ganz am Anfang gesehen, die Öffnung. Und da ist er auch schon. Mit dem Stuhl verlinken, wie? Dann werden wir ihn mal erledigen. Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen merkwürdig. Schwindelig, sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay. Hört zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen. Okay? Ja, dazu sage ich natürlich nicht nein. Aber dann würde ich sagen, war es von dem Part. Wir sind in die Suite eingezogen und müssen uns jetzt noch ein paar Stunden gedulden und dann geht es zum großen Plan. Euch vielen Dank fürs Zusehen und noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.